So, jetzt gehe ich mit dem Kopf über das Modul und da hört der eine Brunnen schon auf zu spulen. Das andere Modul fördert das Wasser vom einen Becken ins andere und geht jetzt in Pulsspeicherbetrieb über, weil der Schatten von mir das Licht etwas versteckt. So, jetzt gehe ich wieder raus. Jetzt aus der Sonne. Und jetzt spult wieder alles. Das Ganze nennt sich kommunizierende Energie. So, jetzt leider der Wind wieder. Da macht er wieder einen Strich durch die Rechnung, indem er die eine Container zur Seite bläst. Deshalb haben wir hier einen kleinen Wasserbehälter, mit dem wir das Ganze wieder auffüllen. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.